Sieg auch im Match, ja, wie soll ich das sagen, eingespielt wurde, um mich abzulenken. Please Trotzdem habe ich welcome my gewonnen. Und guest jetzt tonight. interviewt Renee Young mich. Let's talk about Tyler Breeze. Do you feel like your rivalry with him is heating up? Ob meine Rivalität mit ihm hitziger wird? Ich bleibe auf Face. I think it is. It's the only way this goes down. We're both at the top of our games, pushing each other to the limit. This is only the beginning, and the WWE Universe is going to get to see both of us rise to the top in one of the most anticipated matches ever. Genau, so wird's sein. There you have it. Back to Back you guys. To you guys. So, also, ich habe mich voll gesteigert. Also, ich bin jetzt noch Facer, würde ich sagen. Klingt so seltsam, aber okay. So, hier sehen wir Seth Rollins, der bei Extreme Rules zurückgekehrt ist, was sowas von geil war. Also, ich hab's voll gefeiert, weil ich übel sehr Seth Rollins Fan bin. Als Face oder als Heel. Ich mag den Typen voll. So. Hier sehen wir nochmal Zack Sabre Jr. Wunderschön. Und ich habe Baron Corbin in meinem. Nee, ich habe Tyler Breeze überholt in meinem Rang. Und Baron Corbin. Ah, nee, ich war schon vor Tyler Breeze. Ich habe nur. Baron Corbin hat aber zwei Plätze verloren. Also, ich bin jetzt Number 5 Contender for the NXT Championship. Für mich, ich bin 61 im Gesamten. Und Owens ist einfach 30 im Gesamten besser als ich. 30. Wie soll ich sagen, Einheiten, sage ich mal. Ja. Oh. Oh. Nebenbei läuft gerade die Finn Bella Entrance. Der Finn Bella Entrance Theme. Und Owens stand wieder im Main Event und hat wieder gewonnen. Das ist aber immer so. Ich weiß nicht, ob es dann. Keine Ahnung, woran das liegt, aber okay. So, und jetzt gibt es eine Ausgabe auf Superstars. Oh, ich kämpfe gegen Hideo Itami. Okay, das wird ganz interessant. Mal gucken. Ab wie viel ich mir einen Heal Manager kaufen kann. Ab. Ich glaube 15.000 was. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich mir dann schon welche hole. Ich will mir eigentlich das Geld für. Wohl. Ich weiß nicht, Paul Heyman wäre sowas von geil, aber. Da muss ich irgendwie 5 Jahre spielen oder so. Ich glaube, ich hole mir Naomi. Warum kostet Natalia doppelt so viel wie die anderen Faces? Na, vielleicht weil sie cool ist. Aber Paige ist cool. Soll ich mir Paige holen? Ich glaube, ich hole mir einfach mal aus Spaß Paige. Ja, warum nicht? Paige finde ich cool. Yep. Das ist witzig. So, also jetzt ist Paige meine Managerin. Witzig. So, nee, nicht Talente, Eigenschaften. I'm here to show the world, come on. Ring it on. Ich verbessere mal alles um eins. So, hey. Okay, na dann. Hä? Hey. Ach so, weil das immer nur eins kostet. Alles klar. So, passt. Ja. Oh, jetzt bin ich 62. Das ist ja super. So, also jetzt hier mein erstes Match mit Paige als Managerin bei Superstars gegen Hideo Itami. Ich hoffe, ich kann. Ach, ich kann den Zug einstellen, weil ich hab den ja. Ja, gemacht. Ich hab den zwar nicht erweitert gemacht, also ich wollte es nicht damit verbringen, weil ich da nicht wirklich gut drin bin. Bei 2K16 14 war das. Fand ich viel übersichtlicher. Ja, okay. Und da habe ich. Ich glaube. Ja, Sami Zayn.
habe ich als Entrance, also wie der läuft. Hey, wo ist Paige? Hey, wo ist Paige? Wollte mich verarschen. Wo ist meine? Ach! Genau, man musste ja das einsetzen. Habe ich vergessen. Und wenn man die nämlich kauft, muss man die erst, muss man das bestätigen, dass man die am Ring haben will. So eine Grütze. Noch egal, habe ich halt mein erstes Match mit Paige bei NXT. Passt schon. Jetzt gibt's hier den Irish Rip und ihn. Vitami kontert. Oh, schöner Suplex. Und Tami, nein, Sabre Junior kontert schon wieder mit dem Chinbreaker hier. Und nein, kein Body Slam. Reverse DDT. Elbow ins Gesicht und Reverse STO vom 6 Sabre Junior und Palm Pendel Suplex. Er zwanzt hier der Brite Luxor Rollins und der Dropkick in den Rücken vom Japaner. So, er geht auf die Second Rope und er springt und trifft die Tami einfach überhaupt nicht. Das hält aber trotzdem übelst, aber okay. Hideo Itami brings to the States more than a decade and a half of in-ring experience. Ah, nein, ist er schon. Und dann, ah, nein, der ist zu spät reingegangen. Ja, toll, Dropkick. Weil Itami da im Weg schon. Haha, rausgegangen. Und, oh, ich weiß, ob es ein Clothesline werden sollte, keine Ahnung. Oh shit, jetzt baut der Briti hier das Kommentatorenpult ab. Was war das denn? Die Tami steht einfach da. Okay, na dann. Und Body Slam. Oh shit, was hat er jetzt vor? Ha, der Timekeeper. Der hat mehr Angst als der Lingas hier. Jetzt geht ihr auch in den Bereich. Ich starte mal die Monitore weg. Und JBL Suit. Na komm, Itami, trau dich. Schon Irish Rip nach draußen. Und mit dem Kopf haut ihn raus aus dem Ring. Und Zack Sabre Jr. hebt ihn auf und... Oh nein, er kontert mit dem Irish Rip, Hideo Itami. Schlacker Konter. Und Swinging DDT. Rollte ihn auf den Rücken mit dem Cross Arm Breaker, aber das würde eh nichts bringen, da wir außerhalb des Rings sind. Ja, ist völlig egal. Ich gehe jetzt mal gemäß den Regeln. Na gut, entspricht eigentlich nicht den Regeln, aber in den Ring über die Treppe. Und, oh, Alter, ich sehe hier die ganze. Vier Konterbalken natürlich. Ist ja auch realistisch, aber. Ist trotzdem irgendwie kacke, wenn man dann selbst nur drei hat. Oh. Schöner Tritt hier in die Mid-Section und Itami geht auf die Top Rope. Was hat er denn vor? Ach du Scheiße, Diving! Nein! Oh, das ist ein Coup de Gras. Von Bellas Finish geklaut oder was war das? Und Xavier Junior. Irish Rip haut Hideo Itami in die Stahltreppe. Ach du Scheiße. There's been a lot of buzz in the locker room area today in anticipation of this episode of Superstars. Hideo Itami geht wieder aus dem Ring raus. But that doesn't mean he's not an accomplished competitor. Itami has reached near legendary status in homeland Japan. Where I might add, Itami is a former tag team champion, junior heavyweight champion and heavyweight champion. It's no wonder he's a. Oh. Gut Wrench Lock, keine Ahnung. Will ihn einfach zum Aufgaben zum Aufgeben bringen. Egal. Und Gut Wrench. Ja, nice, sehr schön. Und Zack Sabre Jr. stellt ihn ans Kommentatorenpult und haut ihn da drauf. Und Itami kontert und richtet nach.
in den Ring rein. Langweilig. Hallo, ich will rein. Er geht nicht rein. Achso, ich habe keinen. Ach, wieder dieser Kerl Gutrun-Schlock, was weiß ich. Da. Oh, Chinbreaker vom Japaner. Und Armbreak. Oh shit, was hat er jetzt vor? Nein. Warum kann er das? Ach so. Oh, scheiße. Oh! Ach du Kacke, war das knapp. Der ist ja mit der Stirn auf dem... Aufs Kommentatorenpult geknallt. Nee, ich kann das Countout gewinnen. Das wäre ja langweilig. Aber der hat es, glaube ich, sowieso noch geschafft. Egal. Ich sollte jetzt mal vielleicht mein Signature machen. Der... Warum macht der einen Slap? Der ist so übel weiblich. Das machen doch nur Women. Und Xavier Junior. Harter Punch hier. Gegen Itami. Das konnte der wieder. Sehr schön. Und was hat er jetzt vor? Oha, einfach ein Slap. Bitte kein Double Countout. Ach, Mann. Das ist ja witzig, Double Countout, Alter. Oh, shit. Ha! Ach so, das war ja schon mein Signature. Mann, ich wollte eigentlich Tiger Spritz durch Kommentatoren-Pult machen. Schade. Oh, scheiße, er kann damit einen Punch. Oh, Jumping Beats. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Läuft in den Ring. Okay, wenn er Spaß dran hat. Und Single Leg Dropkick von Xavier Junior. Every time he has to get up, it takes more and more effort. Ich guck mal kurz, ob ich... Ah ne, was ist denn los? So, ich hab gar kein Talent. Na komm, Itami. Los, Finisher. Nein! Mein Sega Driver ging nicht durch. Er hat einfach davor den Irish Rip gemacht und den Tritt. Und was hat er jetzt vor? Lehnt ihn erstmal an die Seile und haut ihn mit der Clothesline raus. Schöne Aktion. Man, he's still down after that move. I almost wonder if his bell got seriously wrong there. Jetzt tauntet er hier wieder. Und oh nein. Er hat doch nicht vor. Ach du Scheiße. Saber Driver auf den Halbboden. Ach du Kacke! Und Itami blutet zurecht. Vor allem an der Stirn auf der Ringkante, das ist ja realistisch, aber... Ach du Scheiße! Japan, bei New Japan, wäre das wahrscheinlich... New Japan Pro Wrestling. Wäre das wahrscheinlich auch gegangen, dass sie das gemacht hätten. Also, ach du Scheiße, Saber Driver auf den Boden. Oh shit. 7. Aber... Oh nein! Der Ref Bomb. Oh nein, das ist sein Signature mit den Kicks und den Punches. Der Erfinder, Death Go To Sleep, packt dir einen aus und pinnt. Na, Kick Out bei 1,9. Kick Out von Xavier Junior. Bitte Flying Form. Gute Aktion. Jetzt hebt er ihn auf und. Oh shit. Tiger Suplex! Tiger Suplex! Xavier Junior mit dem Pin! Ist das das Ende? 1, 2. Oh! Kick out! Kick out von Itami! Was für ein sensationeller Moment. Oh nein.